Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe ein neues Pferd, das teuerste Pferd. Nein, Floster, komm raus oder komm von mir runter. Der Herr Floster, der hat gerade mal 1 Million ausgegeben für dieses Pferd. Nein, wie viel kostet das? Ich glaube 15.000. 15 Euro wahrscheinlich. Kann Okay. sein. Hallo Floster, willkommen bei Champions Warrior. Ja, er ist genau gleich levelig wie ich. Mal kurz schauen. Irgendwo da. Da, ja, Level 8. Gut. Warte mal, Ja, wir kann haben ich ja ein dich bisschen einladen? zusammen ein paar Items genommen. Hab ich nicht als Nein, nein, Freundin. das ist das. Warte Wo mal ist es, kurz. Freund? Maximus. Party erstellen. Nee, du hast So. ihn. Und ja, hier haben wir zum Beispiel gute Items plus 13, plus 20 für einen Nahkämpfer, wenn er mitmachen will und der Nahkämpfer werden will. Plus 10, plus 8, ein Schwert für Level 7. Jo. Und die Items, die ich jetzt habe, die muss ich mal verkaufen. Wollen wir noch kurz schauen. Ja, hier muss ich reparieren. Mal die Sachen verkaufen, die ich jetzt wirklich nicht brauche. Bekommen wir es? Ich bekomme mega viel Geld über. Boah. Ja, es lohnt sich schon, mal so richtig zu farmen. Da bekommt man auch sehr viel Geld über. Schon 4.800. Jetzt habe ich insgesamt 6.700. Hast du das mit dem Zeppelin eigentlich nicht gemacht, weil ich habe jetzt Nein, jetzt mache 18.000. ich's. Ich mach's jetzt. Ich wollte aufbedingen, dass ich den Leuten das zeigen kann. Okay, So. dann soll ich dann oben weitermachen mit der Skelette oder Ja, mach, du was? fangst mit dem Skelett mal. Ja, den letzten Part habe ich einen Fail gehabt. Ich habe die schwarzen Käfer angegriffen, anstelle den grünen, weil ich sie nicht gefunden habe. Aber nachdem habe ich sie dann gefunden, gleich 11.000 Geld. Boah. So, ich skille noch um. Ich will nämlich Und einen dann bekommst du verbundenen ja noch Langbogen. 10.000 bei der anderen. 24.000 habe ich dann. Boah. Ich möchte kurz schauen, den Schaden. 9 bis 12 plus 13. Nein, ich werde es nicht. Das ist viel zu schwach. Okay, ich bleibe bei Kurzbogen. Am Anfang ist sowieso Kurzbogen besser. So, Ja, jetzt das habe gehen wir ich noch auch schon kurz mitbekommen. skillen. Jo. Ja. Stärken zurücksetzen. Nein, wissen wir nicht. So. Hier können wir noch Doppelschuss skillen und hier möchte ich noch Beweglichkeit skillen. So. Da kann ich ja nicht. Werde ich hier noch skillen. Und der Rest. Ja, lassen wir es mal. Oder können wir hier etwas Angriffsreichweite? Nein. Okay, lass ich's. So, und jetzt machen wir die Quest mit dem Zeppelin kurz. Das ist eine ganz leichte Quest. Hier könnten wir noch eine Quest abgeben. Sodele. Ja, so schnell geht's. Und jetzt ist sofort wieder, also sofort ein neuer Spieler gekommen. Jetzt können wir zu zweit aufnehmen. Und wenn da noch mehr drauf kommen, dann können wir so einen richtigen Clan machen hier. Und die ist die 130 Schaden. Syrten ownen. Ja, die haben wahrscheinlich jetzt schon wieder alle Küste. Nein, jetzt ist nicht. Okay. Erhöht hatten sie paar Mal alle Gegenstände. Und ja. Interagiert mit Vase. Okay. Kleinen Käfer machst du mit zwei Schüssen. Ja. Das ist voll cool. Eher im Gegensatz, wo ich ja angefangen habe. So, das ist jetzt mit der PvP-Zone. Dann gehen wir mal hier rein. Wo war ich noch nie? Ja, hier könnten wir dann PvP machen. Aber das ist völlig un- also nicht nötig momentan. Es macht niemand hier weiter. Junge Goblin.
Okay, gehen wir wieder zurück. Ja, da gibt es drei Gebiete. Da drüben, eins ist uns, eins ist Syrtis und eins ist Alsius. So ein sogenannter kleiner Gebietsmodus. So, und jetzt bekommen wir die vielen Euronen über. 24.333 und eine neue Auszeichnung möglich, Abenteuer. Es heißt immer möglich, dabei habe ich es ja bekommen. Muss es gar nicht möglich heißen. Okay, da ist es. Aber manchmal leckt der Server. Einen seltsamen Felsen. Bei mir nicht. Manchmal habe ich ein bisschen Grafikfehler oder so, aber sonst habe ich ja nichts. Nee, bei mir, wenn ich schieße oder so, bleibt er manchmal stehen und schießt gar nicht. Ah, das ist, ja, das ist meistens wegen der Animation. Okay, dann geben wir die Quest ab. Oh, bei uns regnet. Dann müssen wir zu Moja. Die reden da gar nicht viel, da muss ich gar nicht vorlesen. Ah, wo habt ihr das? Der Stein ist ein Schlüssel zur Vergangenheit. Ah ja, die Spinne. Genau, ich mach kurz die Spinne. Die Spinne kannst du noch nicht. Wie viel muss man? Das ist so wie im großen, große Käfer, den schaffst du ja auch nicht. Das ich schau ich mal kurz. Mit der ja, Spinne. Ich schau mal kurz. Ich bin ja relativ stark. Außer wenn. Oh, Scheiße. Ich hab nicht sonst auf mein machen Leben wir geachtet. Die zu zweit, dann schaffen wir es vielleicht. Ja, ich habe gerade nicht auf mein Leben geachtet. Und bist du gestorben? Oh, Flash das, bitte. Also ich bin noch nie gestorben. Wir können jetzt auch kurz Spinne machen, Susan, wenn es geht. Bald. Dann kommen wir zu mir. Komm ich schon. Da machen wir die Spinne mal, sonst spinnt die noch herum da drin. Mit deinem Kampfpferd. Ah, du bist dort oben gespawnt. Übrigens, in den Städten hat es solche rot leuchtenden Obelisken. Da kannst du nämlich den Spawnpunkt, also wenn du stirbst, ja, kannst du dort wiederbelebt werden, wenn du den aktivierst. Wer ist das? Hä? Wer ist das neben mir? Weiß ich nicht. Darhan Iris. Ja, das ist ein anderer Spieler. Echt jetzt? Ja. Lol. Darhan Ignis, der ist aber sehr stark verwundet. Ja. Hä, wo siehst du das eigentlich, dass andere Spieler drin sind? Man sieht es nicht, man erkennt es einfach, wenn sie herumlaufen. Ach so, na dann. Also ich nehme ja einen Jäger und Flosser nimmt einen Schützen, die offensive Klasse des Bogenschützen. Jo, und nebenbei werden wir noch andere Charakterklassen. Komm nicht rein. Wählen. Wieso kommst du nicht rein? Ich komm nicht rein. Okay, dann muss ich so alleine. Ja, die ist leicht. Die ist ja gleich tot. Ja, die ist gleich tot. Die schau, ey. Die macht einen Schaden. Okay, die war aber viel schwer für. Okay, jetzt kannst du rein, wenn ich dann. Nee, lassen. Ich muss halt dieses Infoteil da auch noch anklicken. Ah. Dann krieg ich einen Quest. Okay. Wer war das nochmal? Was? Wer war das nochmal mit dem Quest? Ich glaub mal der da. Das sieht so wächterig aus. Hm. Innenbereich, wir haben einen Kunden gefunden. Ach, machen wir mal. Ja, ich glaube, das war der. Schau, hier ist der Obelisk. Diese Obelisken tun dich dann wieder bleiben. Was? Ja, dort ist der rote Obelisk mit dem Schein. Den musst du anklicken, damit du wieder dort belebt wirst und nicht immer oben. So, das ist ein Safe-Punkt. Da, beim Bogenschützentrainer, da. Ja. Siehst du das rote Teil? Doppelklick mal drauf, wenn du nicht auf dem Pferd bist. Nicht das. Das da. Das da. Komm. Das da. Ach, das? Das sind Safe-Punkte. Okay.
Jetzt, da das böse Ungeheuer fort ist, werden sich die übrigen Spinnen der Wüste verziehen. Die Dorfbewohner verdanken euch eure Sicherheit. So. Zu zweit macht es einfach viel mehr Spaß. Und wenn wir dann ganz viele Leute haben, dann macht es natürlich tausendmal mehr Spaß als alleine. Und gegenseitig unterstützen werden wir. Wir nehmen, wenn wir nicht aufnehmen, auch ein bisschen leveln, Gegenstände suchen für Neulinge und ja, so eigentlich richtig gut spielen. Mal schauen, was wir erreichen können. Weil das Game, das ist einfach einzigartig. Es macht vor allem mir extrem viel Spaß. Und Floster auch. Der hat am Anfang ein bisschen gegrummelt, aber jetzt... Danke. Ja, das ist besser als World of Warcraft, hey! Vergiss das ja, nicht. Ja, deswegen wollte ich nie WoW zocken. Ja, dann willst du das Spiel zocken, genau. Ach, komm schon, wieso... Jetzt ist sie tot. Alia sieht euch traurig an, aber sie kann die Kraft des Edelsterns nicht widerstehen. In einem Lichtblitz wird sie darin aufgesaugt. Nach einer Weile bleibt ihr Bild erhalten, das sie dann allmählich auflöst. Okay, wir haben es erlöst, den Geist. Hast du den Geist auch schon erlöst? Welchen Geist? Nö, also. Das musst du dann irgendwann mal machen. Ich habe ja jetzt... Ich habe drei Magnanite gefunden innerhalb von drei Gesteine. Wahnsinn. So geil. Jetzt habe ich wie viel? 15 habe ich jetzt. Jetzt brauche ich nur noch 975, bis ich dann die Rüstung habe. Nicht die Rüstung, den Bogen, glaube ich, bei mir. So, der. Nächste. Ich komme hier nicht hoch. Es ist verbuggt. Ich komme nicht hoch. Das nervt ein bisschen. So. Wow, das ist unglaublich. Alias Geist ist in den Edelstein gefangen. Ich habe nachgedacht, wie man sie wohl in das Reich der Götter bringen kann. Man muss dort immer noch auf sie warten, am Grund des Meeres, um mit ihr zusammen auf die Reise zu gehen. Seid unbesorgt, ich werde mich darum kümmern. Okay. Jetzt habe ich ein Amulett. Feuerschaden plus 4 Amulett. Richtig geil. Und meine Tastatur spinnt. Oder das Game spinnt. Also die Quest finde ich ein bisschen komisch. Welche? Mit der Spinne? Ich muss in die Magie, also ich muss zur zum Zauberer und handeln, obwohl ich eigentlich ja kein Magie-Typ bin. Ja, ja. Der fliegende Käfer. Der hängt einfach mal am Baum Richtung unten und fliegt. In die Richtung Eisenmine, okay. Ja, das können wir dann gemeinsam machen. Ich bin da gerade in der Quest da, so. Ja, ich komme gleich hoch. Einen Moment. Ach so, machst du die Quest ja auch? Dann jetzt mache ich die mit der Eisenmine auch, ja. Okay. Dann warte ich mal oben. Ich bin gleich beim Zeppelin. Oder warte vor der Mine ein bisschen. Ich warte vom Zeppelin. Ja. Ah, Lichtbugs, nein. Also komme. Ey, du hast die Quest nicht mal angeklickt. Okay, ja, dann gehen wir ja halt. Schau auf die Karte, schließen. Ich sehe auch nicht, wie du sie angeklickt hast, also sieht man es nicht. Man muss halt sagen. ja, geh in die Richtung Eisenmine, ich habe die Quest nämlich angemacht. Und ja, ich habe interagiert mit verspätem Eingang, ich bin noch ein bisschen weiter. Ach, da. Jene Felsen versperren den Eingang zu den Hauptstollen. Dahinter könnte etwa der Edelstein liegen, den ihr sucht. Ihr könntet die Zündschnur neben den Schutthaufen verwenden, wenn ihr etwas Sprengstoff hättet. Vielleicht haben die Bergleute irgendwo in der Nähe Fälliche zurückgelassen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach oben, oder? Ja. Sprengstoff. Willst du Sprengstoff holen oder ich?
Ich glaube, es müssen beide holen. Ich weiß es jetzt nicht, wie das mit der Party geht. Ach so, ja, dann gehe ich halt auch mal hoch. Ah, ich komme mit vorbei jetzt. Aha. Okay. Hallo? So, du musst aufs Große da klicken. Der Schein ist neben dran. Wo muss ich drauf klicken? Auf das Große. Auf den große, die auf die große Tonne. Passiert nicht. Hä? Ja, muss so richtig stehen halt auch. Vielleicht vorne hingehen. Ja, da steht ja dran, versperrter Eingang und ich klicke da drauf. Nein, es ist irgendwo groß, eine große Tonne mit Sprengstoff drin. Ja, du hast es dort mir auch weggenommen. Ja, du hast es weggenommen. Dann muss es wieder hin tun. Du hast es mir weggenommen, dann hat es wieder generiert. Und dann jetzt hat es wieder regeneriert, okay. Sorry, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Zündschnur. Ich klicke die ganze Zeit drauf und passiert nichts. Boom, hat's gemacht. Und der Edelstein ist hier. So. Jetzt muss du kurz nochmals warten. Ja. Wir sollten vielleicht die Quests nicht zusammen machen. Ich habe einen Leechs Edelstein. Sprengstoff. Zündschnur. Ich habe ein bisschen gar nichts machen. Ich konnte erst konnte schon rein. Ja, klar. Ist okay, ich muss warten, bis der Edelstein wieder generiert hat. Oh. Bei mir hat's Boom gemacht. Bei mir nicht, weil es schon offen. Ja, da, ich sag ja, du musst noch ein bisschen warten. Bis es wieder regeneriert. Ah, da. Oh, jetzt muss ich wieder zum Magier rein. Den Edelstein zu entfernen wird die Kräfte und auch die Untoten an diesem Ort schwächen. Aber das ist nur ein erster Schritt. Solange der Licht dort ist, wird er sich auch weiterhin die Gebeine der gefallenen Bergleute zu unheiligen Leben erwecken. Und sie werden keine Ruhe finden. Ich überlege, was wir als nächstes tun können. Ich lasse euch wissen, wenn mir etwas einfällt. Ja, bei ihm kann man Edelsteine anbetten. Ich habe endlich die Magie des Edelsteins, den ihr aus der Mine mitbracht, untersucht und die Kraft, die der Licht daraus bezieht, geschwächt. Burukhan Leiche hat die Gebiete hinter den Minen im Südosten besetzt. Könnt ihr ihn vernichten, dann können wir die Minenanlage wieder einnehmen und die Seelen der gefallenen Ignianer zur Ruhe geleiten. Man bekommt einen Fellhelm, okay, von mir aus. Und dann habe ich alle Quests hier gemacht, cool. Ah, ist okay. Und wie lange geht's bei dir? Ich muss, bei mir kommt nur nichts. Ach doch, jetzt Steine davor. Jetzt versuche ich mal explodieren zu lassen und vielleicht auch den Zauberstein da bekommen. Oder was ist ein Zauber? Du musst dann noch kurz zum Magier zurückgehen und dann kannst du dann zu mir kommen. Ja, ich kann den Stein aufheben. Ja. Haben. Musst du nur ein bisschen weiter weg. Und jetzt geht Licht. Was gibt Lichts Edelstein an Ahor? Ich warte bei der Leiche, dann beim Licht. Okay. Weil die Mütter, der ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer als die Spinne. Was meinst du jetzt? Du musst jetzt zum Magier gehen, der gleitet dich dann zum Ding, Licht, und dann müssen wir ihn gemeinsam killen. Okay. Aber nicht wie, so wie die Spinne einer einzeln. Nein, der ist hier einfach, den können wir zu zweit angreifen. Okay. Wenn wir in der Party sind, dann bist du in der Party. Hast du heute Party? Ja, hast du heute. Der ist aber auch einfach, den könnten wir auch alleine machen. Aber ich warte auf dich, wir sind ja ein Together. Ich nehme den Duckette auf. Können wir ein bisschen tanzen. Ein bisschen jubeln. Hallo Toboho. Tanzen ist wo? Tanzen ist hier. Hast du nochmal drauf geklickt? Ja.
Okay. Oh, zwei Freunde habe ich. Oh. In die Richtung Umgehung. Was ist Umgehung? Voll schlechter Tanz. Er ist besoffen. Er ist besoffen. Oh, es laggt. Ist mir nicht richtig angezeigt. Hey, das ist hier. Ja, weiter bei mir. Nein, hier. Was ist bei dir dort? Bei mir ist das Schwert bei mir. Wirkliche Brunnen. Hey, das ist doch hier, wo ich bin jetzt gerade. Ah, jetzt. Okay. Gehst du auch in Obelisk? Ich zeigte das nämlich irgendwie da vorne an und jetzt habe ich. Aber er ist hier. Tötet ein Barukan-Leiche. Ja. Wuschende. Der ist bei mir. Komm zu mir einfach, wo mein Symbol ist. Geht dein Symbol nicht auf der Karte. Ist alles verbuggt. Geh einfach ans Ende dieses Berges. Ja, mach ich. Dort, wo es so runtergestürzt ist. Weiß ich nicht. Wo ist das? Sitz jetzt ab, hier ist die Leiche bei den Galgen. Bauchgleiche, lang. Ja, ich setz mich ab. Okay. Also dann greifen wir. Jetzt? Greifen an, ja. Komm. Ja, mach ich schon. Sonst jetzt bekommst du die Quest nicht. Lol, der geht ja einfach. Und, hast du die Quest? Ja. Brech mit Aram. Es geht bei, also es geht besser. Ach komm, lass mich jetzt drauf gehen. Ach, kannst auch nicht? Man muss ein bisschen stillstehen. Das ist wegen dem scheiß PvP. Wie soll man noch stiller stehen, wie man steht? Ja. Geht auch mal hin. Jetzt geht's. Jetzt. So, also können wir zurück. Also. Mein Pferd ist genauso schnell wie deins. Ja, darum lohnt es sich nicht, so ein teures Pferd zu. Sieht nur gut geil aus. Ich wette, mit 45.000 ist genauso schnell. Der sieht einfach nur geil aus und ich habe meine Taste losgelassen. Ich glaube, wenn ich das öfters zocke, kaufe ich mir dann für 45.000. Ja, also. Dachte, dass man der war früher mein Anführer von meiner Gilde, also nicht von meiner Gilde, von dem seiner Gilde, wo ich drin war. Der hat einen Helion gehabt, aber das war der einzige, der ist mega unbeliebt, weil er eben so teuer ist. Ich nehme einen Raptor. Ah, da drin, ja. Nach allem, was ihr für die Gemeinde getan habt, besteht keine Zweifel, dass ihr der Richtige seid. Wir sind euch ewig dankbar, dass ihr euer Leben für unsere Brüder riskiert habt. Muss ich mal lesen, du lest es mir vor. Ja. Das ist gut, dann Let's Play. Ah, hier ist noch eine Quest, komm. Ich fordere euren höchsten Respekt, in meinem Adern fließt das Blut der Uran des Equelios. Unser Geschlecht verkehrt mit den Dunkelelfen, seitdem sie verbannt worden sind. Ich schnalze... Was? Hey, bleib hier. Der läuft immer weg, ne? Ich schätze, es ist wirklich jetzt dran an dieser außerwählten Geschichte. Ich habe jede Herausforderung gemeistert. Ihr habt jede Herausforderung gemeistert. Ich weiß, ihr wart in der Mine, wo all diese untoten Geschöpfe leben. Ich dachte, ihr könntet so viele wie möglich davon ins Jetztsein befördern. Geht zurück zur Umgebung. Ja, Error. Und tötet Nummer 6 auferstandenen Knappe. Also, zurück zur Mine. Und wo ist die Mine wieder? Ah, da oben. Das ist nicht eine Mine, das ist ein Mineneingang. Machen wir Skeletti-Toti. Ah, Skelett-Toti. Wie viel? 6 Stück. Hab schon einen. Oh.
Triff doch. Nein, ich helfe jetzt nicht. Ich geh jetzt in den anderen Skaten. Ich bin blöd. Da sind doch irgendwo ganz viele. Ja. Mhm. Das, was ich gerade abgeschossen habe, hat funktioniert. Oh, da liegt das Skelett da. Oh. Ein Fellhelm habe ich, okay. Plus 3. Okay, ist besser. Lecker. Wie viele Skelette brauchst du noch? Noch 2. Bei mir da hinten gibt es keine mehr. Deshalb bin ich zur Mine gegangen. Oh, ein Kriegsstab. Ah, was hat die unterbrochen? Also, ich bin fertig. Ich muss noch einen. So, der Part ist leider bald vorüber. Wir nehmen aber nochmals einen Part auf. Hey! Hey! Im nächsten Dorf? Hä? Muss ich noch einen machen? Ich hab gedacht, ich hab schon alle. Regnum kann ich zählen. Sprecht mit Ahorn. Mit Ahorn? Mit Behorn. Ich hab mein Pferd drauf. Ja, nimm mir kurz 5 Sekunden warten. Dann kannst du aufs Bett. Ich laufe immer bis dann und ja. Geh dann drauf. Level up. Ich fürchte, ich habe nun wirklich keine Aufgabe mehr für euch. Aber zweifellos wird der Ezzat-Trainer sehen wollen, was ihr könnt. Ihr bequert einfach die Passage vor dem südöstlichen Ausgang und ihr werdet euch auf dem Marktplatz wiederfinden. Gut. Das hört sich nach einem neuen Part an. Doch kein Level, aber nur noch 14 Erfahrungspunkte. Also, wir gehen noch kurz in die nächste Stadt. Wir haben noch 2 Minuten. Ja, ich bin gründlich. Stadt. Über Zentralgebirge bist du gelaufen, ja. Mhm. Deine schwarze Witwe. Sind die noch schlimmer? Sehr einfach. Hm? Oh ja. Oh, da ist einer. Echter Patrouille. Was macht er hier? Ja. Ich will das Gestein haben. Kann man das? Nein, kann man nicht nehmen. Schade. Diese Gesteine haben Magnet in denen. Darum sind sie so wertvoll. Ja, voll blöd. Das wächst da ein Gestein. Ja, und man darf das der Spawner, also. Die Gebiete, wo die Sachen spawnen, sind nicht halt nicht so gut ausgeschnitten. So, Dele. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, tschüssi, Leute.